September 2023 beging die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe aus Mecklenburg-Vorpommern ihr 20-jähriges Jubiläum. Schlafapnoe ist eine weit verbreitete Störung im menschlichen Körper, bei der es während des Schlafes zu Atemaussetzern kommt, ohne dass die Betroffenen es merken. 936 Millionen Menschen sind nach neuesten wissenschaftlichen Forschungen davon betroffen. Bei nächtlichen Atemaussetzern ist die Konsultation eines Arztes erforderlich, um die Ursachen abzuklären. Daneben finden viele Betroffene Hilfe in einer Selbsthilfegruppe. Sollten auch Sie von Schlafapnoe betroffen sein, wenden Sie sich gerne an eine der Selbsthilfegruppen für Schlafapnoe. Der Ton hat sich gesenkt, die Zeit ist ran. Hier obliegt es jetzt eine kleine Zusammenfassung zu machen. Ich begrüße alle Freunde, Gäste. Wir feiern ja hier 20-jähriges Jubiläum der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe im Mecklenburger Seenplatte. Aber vorweg muss ich natürlich wieder das entsprechende erzählen. Ich möchte gleich zum Anfang darauf hinweisen, dass heute Fotos und Filme auf dieser Veranstaltung angefertigt werden. Wenn Sie nun bleiben, stimmen Sie den Aufnahmen zu. Und das freut mich, dass keiner jetzt fluchtartig den Raum verlässt. Es ist ja nun mal so, seit nun 20 Jahren haben wir hier unsere Selbsthilfegruppe Schlafapnoe und als Eingang möchte ich den Thorsten bitten, mal eine Eingangsmusik zu spielen. Thank you.
Wie gesagt, seit nun 20 Jahren unterstützt unsere Selbsthilfegruppe ehrenamtlich Betroffene bei Problemen mit Schlafapnoe. Hilfe zur Selbsthilfe erhalten alle Menschen, die seit der Gründung der Gruppe am 10. September 2003 zu uns gekommen sind. Besonders möchte ich heute den Gründer unserer Selbsthilfegruppe nennen, der für uns hier im Behindertenverband Neubrandenburg eine Heimstatt gefunden hat. Es ist unser Mitglied Wolfgang Arndt. Bitte mal aufstehen. Also danke für deine Aufbauarbeit. Er war es, der den Kontakt zu den norddeutschen Selbsthilfegruppen Schlafapnoe und dem Bundesverband Gemeinnützige Selbsthilfe Schlafapnoe Deutschland e.V. GSD e.V. hergestellt hat. Mit in der Verantwortung waren eine Zeit lang auch Dietmar Hindenberg als Kassenchef. Und Alexander von Schassen als Leiter der SAG. Ich hatte vorher noch mit ihm gesprochen, aber er ist seit mehreren Jahren selbstständiger Tattoo-Künstler, sage ich mal so, und seine Hauptarbeitszeit läuft jetzt bis in den Feierabend hinein. Er lässt also die besten Grüße übermitteln und das nehmen wir gerne an. Ja. Des Weiteren, sage ich mal, in der Multifunktion Besetzung, Kasse und Leitung bin ich, Harry Bechtold, seit einigen Jahren hier tätig und ich hoffe, es hat dazu beigetragen, die Entwicklung der Gruppe weiter voranzutreiben. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Schlafapnoe-Patienten in allen Fragen der Therapie, des Therapiealltags mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Selbsthilfe ist eine Möglichkeit, mit Betroffenen, die die gleichen Erkrankungen oder Probleme haben, in Kontakt zu treten und sich zu treffen, sich zu stärken, zu motivieren und Informationen auszutauschen. Wir betreiben für unsere Mitglieder regelmäßige Informationsveranstaltungen zu folgenden Bereichen: therapeutische Notwendigkeit, fachgerechte Nutzung der Hilfsmittel, Lösung therapiebegleitender Probleme, das ist besonders für Versorger wichtig. Da sind wir dann also in einer Spur. Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Mecklenburger Seenplatte möchte an dieser Stelle auch das Jubiläum der Vier-Tore-Stadt aufgreifen und zu diesem Anlass auf unsere ehrenamtliche Arbeit hinweisen. Wir gratulieren herzlich und sehen uns in der Stadt am Tollensesee gut aufgehoben. Leider ist der OB verhindert, terminlich. Wir hatten ihn auch eingeladen. Die Selbsthilfegruppe sieht ihre Aufgabe als Wegbereiter und Begleiter für Patienten auf ihrem Weg zwischen Facharzt, Schlaflabor und Hilfsmittelversorger. Sie gibt allen Beteiligten die Möglichkeit einer aktiven Mitarbeit, aber auch eine Plattform zu einem umfassenden Erfahrungsaustausch. Der Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe steht dabei im Vordergrund. Unser uneingeschränktes Motto lautet: Wir helfen aufs Pferd, geritten wird alleine. Das hat den Hintergrund, es gibt zig Krankenkassen, es gibt zig Versorger, aber nur ein Sozialgesetzbuch, wonach sich alles regelt. Und den Hilfsmittelrahmenvertrag, den keiner kennt und keiner nennen will, in diesem Hilfsmittelrahmenvertrag muss man Kritik anmelden, wird geregelt, was der Kunde, also wir als Patienten bekommen, wann wir es bekommen, wie viel wir bekommen. Und da tun sich einige Versorger und auch Krankenkassen sehr schwer. Es gibt eine Ausnahme, die AOK. Die veröffentlicht sowas im Internet. Eine weitere besondere Aufgabe sehen wir darin, das gegenseitige Verständnis zwischen Ärzteschaft und Patienten zu stärken und zu fördern. Das ist immer eine große Aufgabe unserer Ziele für Patienten. Einen großen Schwerpunkt in der Selbsthilfegruppenarbeit sehen wir in der Öffentlichkeitsarbeit. Unser Ziel ist es vor allem, ein Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen und zu erreichen, dass unbewusst Betroffene oder deren Angehörige den Therapiebedarf erkennen.
Die Schlafapnoe ist eine chronische Krankheit und wird laut Gesetz dauerhaft mit 20% als Grad der Behinderung GGB anerkannt. Allen Mitgliedern unserer offenen Selbsthilfegruppe möchte ich hier und heute für die aktive Beiträge in der langen Zeit des Bestehens der Gruppe Dank sagen. Es ist so geregelt, dass hin und wieder einige selbstorganisierte Beiträge, Erfahrungsberichte gegeben werden und davon zehrt also praktisch die gesamte Gruppe. Die Mitglieder der unterschiedlichen Altersgruppen kommen derzeit aus dem Landkreis Waren-Müritz, Demmin, Mecklenburg-Strelitz sowie der Stadt Neubrandenburg und des Bundeslandes MV. Also mit langen Anweg, guck mal dahin, mit längsten Anreiseweg. Von wo? Lassan, muss man sich vorstellen. Also es ist wert, hier nach Neubrandenburg zu kommen. Also wir als Selbsthilfegruppe Schlafapnoe, Mecklenburger Seenplatte, arbeiten schon mehrere Jahre eng mit anderen Selbsthilfegruppen für Schlafapnoe-Patienten, insbesondere aus dem norddeutschen Raum, zusammen und ist aktives Mitglied im Bundesverband Gemeinnützige Schlafapnoe Deutschland e.V. Da haben wir auch entsprechende Aufgaben wahrgenommen als Kassenprüfer und haben praktisch im Vorstand aktiv mitgearbeitet, jahrelang. Und ja, das wechselt dann immer, das Vier-Augen-Prinzip, jede 2 Jahre wird doch jemand anders gewählt. Jo, ein Gedanke zum Schluss. Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Das ist ein Spruch von Wilhelm Humboldt. Und wir haben heute auch einige Gäste unter uns, die uns auf unserem Weg begleitet und uns aktiv bei unserer ehrenamtlichen Arbeit unterstützt haben. Das wollen wir natürlich würdigen. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir jetzt unsere Gäste ehren. Das ist wunderbar, dass wir beide hier auch in Lot sind und wir freuen uns und singen herzlichen Glückwunsch von Harden, das allerbest zu 20 Jahren Selbsthilfegruppe Schlafapnoe. Früher haben wir gesagt, oh, die schnorcht, ne? Oder die kriegt nicht das Muhltau. Und dort haben wir auch mit dem Blauen mitbringen. Oh, ne? Ja, und damit wir auch mit dem was von haben, möchte ich jetzt erstmal fragen, wissen Sie, welcher ich will? Der ein oder Anna Joa? Aber der. Ja, hier auch? Nee. Nee, du haben wir das. Ich bin die Mutter Schulten von Niebrandenburg, ne? Das wissen wir doch wohl. Wir haben auch to down am Wochenende, ne? Ja. Die Mutter Schulten, die auf den Brunnen neben uns durchleuchten, steigt, ne? Durchleuchten, unser durchlaucht. Der Mecklenburger, er sagt ja alles etwas niedlicher, wenn er nicht gerade so stur ist, ne? Wenn stur sind wie auch, aber kommen wie erst in Gang, denn wegen wie auch, was wir wollen, ne? Und wenn wir was niedlich, schön sagen wollen, dann inken wir ein bisschen. Säuting, mean cheating, me nursing? Kickst mich so an, ne? Me nursing? Nee, hört sich doch gut an, als wenn ich sagen würde, mean Arsch, ne? Mein Süßer, mein Scheißer? Ja. Also wir können auch lieb und nett was machen. Und wir pflegen unsere plattdeutsche Sprache leider, leider zu wenig. Ne? Das fehlt ein bisschen. Der jungen Lü, die wissen gar nichts mehr davon. Ne? Die verstehen das auch nicht. Darum habe ich ein Betten, was auf Platten mitbräucht, was uns Plattutsprog gut macht. Uns Plattutsprog, das ist eine gaude Sorg. Die Leute, die mir gefallen. Sie ist so fein, sie ist so rein, für mich der beste Sprog von allen. Wer Tau erhöht, sich Tau erstellt, kann sich darum verlotten. Geht immer schlicht, he kommt recht, im Helden Plattdütsch morden. Dorum lief Freund, lot mi juch kün.
Heut uns plattüg Sprock in ihren, heut an erfasst, damit sie wasst und wie sie nicht verlieren. Wenn die einer secht, he verstündert nicht, denn die Temile, die arme Wicht, he kann go nicht weiten, wat em entgeit, wenn he uns plattütsch nicht verstand. Uns plattütsch, dat is nicht ne Sprock für Klamauk, wat du in Hochdütsch vertellst, geit in plattütsch liegt hoch. Bist du verknatzt und dat mögt jo moll sehen, denn klingt dat in Hochdütsch auch nicht fien, doch hast du in Plattütsch die Meinung secht. Ich sech die, denn löppt sich dat fett, fix wird er tricht. In Plattütsch klingt allens so weg und so siegen. Ich heft die so lief, ich mach die gaut liegen. Wenn ihn die von Leben in Plattütsch vertellt, vergetzt du sie nie, die schönste Sprock ob der Welt. Plattütsch Sprock und Plattütsch Urt hab ich mi bet hüt bewohrt. Vater hat mit Schnacken liert und mit Hochdütsch wie ich bi Größing ganz verkehrt. Weg mögen Plattütsch gar nicht liegen, dat is nicht in hütigen Tiden. Die sengen Kids und meinen Kinder und zum Mittagessen sengen sie Dinner. Wie Hightech und Digitalität kümmst du mit Hochdütsch, mit Plattdütsch fällt zu spät. Sei aber ein Wort zu hagen gorn, denn wind als mal die Plattdütsch an. Denn storn die hart und dörren wied oppen, ob den Kopf hast du den Nagel droppen. Plattdütsch Urt und Plattdütsch Sprock, dat ist und bliff de hartlich Sock. In Sprock, de so lachen kann, es wird, dat man se leb hätt. Und in Volk, dat mit sine Schelmaugen so in der Welt kippt, ist in sin Kahn gesund. Und darum wen wir uns Herrgott danken, dat uns weich in Mecklenburg storn hätt. Nicht wohl? Ich glaub, dat seng wie all, die wir hier zu Hus sind. Und gror in dit Jahr auch noch 775 Jahr in die Brandenburg fielen, ne? Wat hem sie nu verstorn von all dat, wat ich vertellt hätt? Ganz wenig, ne? Oder? Also, ein bisschen. Jetzt würde ich mal sagen, damit ihr nicht zu kurz kommt, gibt es noch ein Geburtstagsgedicht auf unsere schöne Stadt. Neubrandenburg ist eine schöne Stadt. Und ich als Mutter schulden würde tau. Ja, auch wenn ich heute noch auf die Bezahlung von Minen durch Leuchting warte. Ne? Aber das können wir mal bei einer Stadtführung klären. Das wollen wir heute nicht klären. Heute wollen wir ja feiern. Mecklenburg ist mein Heimatland. Der Norden grenzt am Ostseestrand. Die weiten Felder blühen bunt und schön. Herrliche Wälder, das Grün an den Seen. In diesem wunderschönen Mecklenburger Land liegt eine Perle, Neubrandenburg genannt. Die Stadt der vier Tore, meine Heimatstadt. Hier spricht man platt. Das ist der Ort, der durch Wirtschaft, Sport und Kultur wird bekannt. Um den Tollensesee die Wälder rauschen. Als Wanderer möcht ich mit keinem anderen tauschen. Die Natur am See kennt nur der allein, der im schönen Neubrandenburg ist daheim. Die Wieghäuser in ihren alten Mauern noch 1000 Jahre überdauern, wird es auf der Welt nur Frieden geben. Kann unser Neubrandenburg noch lange, lange leben. Und ich denke, das passt noch ja, so in diese Zeit, wo wir Krieg haben, wo ich sage, Waffen sind nicht unser Ding. Wir brauchen Frieden und wir haben so lange schön Frieden gehabt und den wollen wir auch behalten. Und wie sagt der Mecklenburger, wer Dach für Dach sie in Arbeit deit und immer ob sie in Posten steigt, und deit dat Gaut und deit dat Gier,
Dei soll auch eins so richtig viel. Und das wünsche ich heute Morgen, 20 Jahre ist ja auch eine lange Zeit, nicht wahr? Obwohl, so 175 Jahre, so mögen die jetzt hinkommen. Ja, und du hätten ja so ein Poly mit, dat wie ganz schloppen und gesund blieben. Ich kenn dat all, ich hab auch so was für Minäs, ne? Was so rumkommt und wo ich dann mit schloppen da oder was mir in den Tänen rinschieben da. Ja, dann geht auch. Aber ja, jeder so wie er das guckt und es gaut, dass sie hier gut zusammenkommt. Und deswegen muss ich sagen, das hat sie sich selber gebaut. Also absolute Fachkraft. Nein, alles gut. Ja. So, und da habe ich jetzt gedacht, über Zähne will ich nicht viel erzählen, da habe ich 50 Jahre gebuddelt drin. Aber das ganze Ding kommt ja auf die Nase, ne? Und da habe ich mir mal Gedanken über die Nase gemacht. Aber die Nase habe ich albanisch nordacht. Ganz nett, was die Natur als dort mocht hat. Dobby habe ich gut gefunden, die Nase, die hat die Flüchten un. Mir noch, man mögt das Wunder loben. Die Nase wütteln, die sitten Bomben. Ja, die Insicht will mich wieder erdrücken. Föhren hat die Nase den Rücken. Vor mir sind das bloß fiese Faxen. Ich kenn kein Wüttel, den er Bomben wassen. Und will dat doch all weiken, dat kennen wir doch schwatt ob wit, wie Mensch den Rücken achtern sind, ne? Nu simuliert die Wissenschaft, wo dat den Näs, wo ans den Näs, wo tau den Näs die Flüchten hält. Wo ans sei man dat begriepen? Flücht den Näs? Dat ist ton Piepen. Nu noch ein Wunder nimmt nu Platz, die Näs wat rot. Von Feld zu Feld schnaps, die manche Lüne, de sieht man das denn an. Wie all uns weten, sehen wir nu, die Näs, die ist ein Wunder von der Natur. Fört Rücken brücken wie die Näs, nicht wahr? Wenn wir den Näs bloß richtig putzen, dann hält sie uns durch uns Leben durch. Ja, das wären so mal so ein Betten-Mien-Indruck von den Näs. Ich weiß nicht, was jeder ein bisschen zu seinen Erfahrungen dabei zu tragen hat, wie er mit allem durch das Leben kommt hier und sich wohlfühlt. Ich glaube, wir haben ein bisschen genug darüber geschnattert und ihr unterhaltet euch nachher. Ne? Jawohl. Wir haben ein bisschen aufzuzeichnen. Jetzt sagen wir mal. Ja, wie gesagt, das sind wir als Selbsthilfegruppe ohne fachliche Beratung, ohne Unterstützung, ohne politische Führung. Und die politische Führung, ja, wer kommt denn da? Als erstes bitte hier nach vorne, Axel Schröder. Ja, diese Beratungsstelle, KISS, angegliedert, DRK. Und du hast jetzt die Ehre, gleich zwei kleine Präsente von uns mitzunehmen. Oh, jetzt ist es abgefallen. Skandalös. Skandalös. Also gibst du bitte weiter an Silvia. Wir sagen Danke. Bitte sehr. So, nach dem jetzigen Chef habe ich mir gedacht, kommt wer? Der alte Chef. Ja, jetzt muss man deine Tätigkeit unterbrechen. Heike Rademacher war eigentlich davor die Person, die die Beratungsstelle, die KISS da angekurbelt hat und hat jetzt höherwertige Aufgaben, die ist im Landkreis angesiedelt. Und wenn ich das so richtig weiß, arbeitest du für die Senioren unter anderem, ja?
Stimmt, ich bin beim Landkreis, mache jetzt Pinett- und Seniorenarbeit. Genau. Super, und dafür danken wir dir jetzt recht herzlich und bitte schön für deine So, das war's schon, Dankeschön. Es sind einige Versorger natürlich auch eingeladen worden, die müssen leider Urlaubsvermeldung machen. Susanne Ballauf gehörte dazu und jetzt hat sich zum Schluss auch noch entschuldigt der Nils Vorberger, der bei Löwenstein arbeitet und der ist krank aus dem Urlaub. Ich weiß nicht, wo der sich umgetrieben hat, aber ist egal. Der ist leider krank. Jetzt liegt das Grüne. Ja, dann rufe ich mal aufs Tableau den Matthias Pappenhagen. Pappenheimer, komm her, Pappenheimer. Ja, Matthias. Also ist Versorger aus Waren, Zuter und Hauptmann. Haben auch einen kleinen Stand hier und ich muss gleich mal dazu sagen, auch die Pflegeberatung Kohlmeier ist hier vertreten. Das sind alles Themen, die uns ältere Bürger doch interessieren. Danke. Und wir sind immer gewohnt, weil wenn wir sehr neugierig sind, ich auch, da kann man fachliche Unterstützung bekommen, hier kann man fachliche Unterstützung bekommen und nutzt die Möglichkeit. Der Herr Schmidt, Pulmologe von Hause aus, hat natürlich jetzt noch Termine, möchte er es aber versuchen, dass er noch nach seiner Sprechstunde vielleicht hier aufsteht. Mal sehen, ob wir ihn dann sehen. Dann kriegt er das kleine Präsent dann später. Wir haben den Dr. Vogt bei uns. Bitte nach vorne. Auch ein kompetenter Partner für entsprechende Fachverträge. Den weiß Bescheid. Den kennt er. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie so lange durchhören wollen. Jo, immer, ne? Dankeschön. Also ich muss Sie mal nennen, obwohl sie nicht da ist. Die Frau Sabine Bohr, Sparkasse Neubrandenburg. Und ich muss sagen, ich habe über Jahre sehr eng mit ihr zusammengearbeitet, wenn es um Förderung geht. Und da war sie ein sehr, sehr verlässlicher Partner. Wenn wir technische Probleme hatten und wir brauchten einen neuen Drucker, das war möglich, ja, unkompliziert. Und solche Partner wünscht man sich, ist leider nicht da. Ist ein Charmeus vielleicht, oder sie haben viele solche Termine wie heute, aber wie gesagt, sie wollte dann erstmal nicht kommen, aus Zeitgründen, sage ich mal so. Der Herr Voss, Voss und Paar und die Frau, bitteschön, der ist mal, mal bitte hierher kommen. Der ist hier mal so, ich guck mal, der hier ja. Und da muss man sagen, unser Wolfgang Arndt hat diese Location hier aufgemacht und wir sind so froh, dass wir euch haben. Hier als Begegnungsstätte, wir als Treffpunkt und dieser Punkt, es ist warm, es ist trocken, es ist technisch ausgerüstet. Wir können hier die Leinwand runterziehen, wir können einen Beamer sagen, wir brauchen den und ruckzuck haben wir das auch. Und dafür möchten wir Danke sagen. Bitte schön. Ja. Und dann lauft ihr nicht an. Dann lauft nicht weg, sucht euch einen Platz unter uns, zwecks des Buffets, was dann auf euch auch wartet. Danke, vielen, vielen Dank. Mit von der Partie war bei uns auch der EUTB, Unabhängige Patientenberatung. Peter Senkiel ist leider auch nicht erreichbar, entschuldigt aus technischen Gründen. Aber wie gesagt, er war zweimal hier und hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, das EUTB gibt es dann am Bahnhof nur noch dieses Jahr. Ich sag mal, der Staat finanziert das ja unabhängig. Die waren wahrscheinlich zu unabhängig, aber... Nein. Ja, bitte. Das wurde bloß gewechselt, in die Trägerschaftsentrum gewechselt. Das ist fortgeführt und läuft jetzt schon ISBB weiter. Das Kind hat einen anderen Namen. Einen Träger. Träger, ein Träger ist von ISBB und wie gesagt, aber die Beratung wird weiter fortgeführt und andere... Ich hatte schon die Befürchtung, dass Sie aufgeben müssen. Nein. Das hat sich nur verändert von der Antwort. Also,
Also können wir noch auf die Mitarbeit dann noch weiter zählen. Und das finde ich gut, weil er hat eine super Arbeit geleistet. Ich muss sagen, dass wir sind alte Kollegen. Er war in der Weiterbildung damals in der Schule tätig und ja, gut. Deswegen eine sehr gute Zusammenarbeit, auch weil man sich von früher kannte. Und jetzt ist die Pflegeberatung Kohlmeier. Bitte. Am Berg. Das ist immer gehofft, dass junge Lüdobis sind, ne? Wie in Brandenburg, wie veraltern hier. Wir haben einen Altersdurchschnitt von 48 bei 64.000 Menschen. Also es wäre schön. Ja, das gibt es noch ein. Ja. Dankeschön. Sehr schön, dass junge Leute dabei sind. Da muss man jetzt sagen, das muss man mal sagen, auf einem Kongress, was die DRK KISS mal gemacht hat, Fachkongress war das, und da war Frau Kummel als Letzte an der Reihe, aber die beste Vorsitzende. Dankeschön. Also sehr kompetent und muss man sagen, wer dort Hilfe braucht im Alter, kann man sich sehr vertrauenswürdig an Sie wenden. Dankeschön. Bitte sehr. Ist Frau Drevenjuk hier da? Schlaflabor? Nein, nicht. Weil das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wir hatten auch den Chefarzt eingeladen von Amsee. Da war leider keine Resonanz. Der Bürgermeister hat, der OB, wurde eingeladen. Der hat uns eine Grußadresse geschickt. Der ist für höhere wertige Sachen jetzt wahrscheinlich noch verplant. Und müssen wir ihm auch zugestehen. Und der Dr. Schülein kam aus dem Urlaub und hat so viele Termine, bis heute Abend 19 Uhr muss er arbeiten. Gut, ich sage danke an unsere Helfer und Berater, Fachberater, wie auch immer. Und damit möchte ich dich nochmal auffordern, eine kleine Musik zu machen und wir hören dir gerne zu. Thank you.